Ja, meine Damen und Herren, herzlich willkommen hier beim Rheinische Postforum, unabhängiger Vermögensverwalter. Frage auch an Sie. Wie sind Sie eigentlich im Moment aufgestellt? Wie schätzen Sie die Märkte ein? Wir sehen jetzt im Moment ein bisschen Inflation, ja. Die wird ja nicht zurückgedreht, aber die wird sich sicherlich wieder verflachen im nächsten Jahr, aber sie wird steigen. Aber wir stehen nach unserem Dafürhalten vor einem 3-, 4-, 5-jährigen Aufschwung noch. Wir haben eine Rezession gesehen und sind jetzt in einer Aufschwungsphase. Ich würde ein bisschen der Industrie widersprechen und auch ein bisschen vielleicht mal negative Vibes in die Diskussion reinbringen. Es klingt immer so, als wäre der Aktienmarkt ein Perpetuum mobile. Es wird immer weitergehen. Aber wie soll es denn eigentlich weitergehen? Also wir haben jetzt in den Aktienmärkten 15-25% Performance allein in diesem Jahr. Haben wir das in den nächsten 12 Monaten zu erwarten? Sind Sie sich da so sicher? Ich bin auch noch nicht so ganz klar, ob die Inflation nicht momentan etwas kleingeredet wird. Aber wer sind die Treiber wirklich für große Marktveränderungen? Und ich glaube, da muss man sehr stark im Blick behalten, was politische Machtverschiebungen betrifft, ob das jetzt das Verhältnis zwischen Amerika und China betrifft. Wenn man sich daneben anschaut, wie wichtig das Thema Nachhaltigkeit zwischenzeitlich geworden ist, dann glaube ich persönlich daran, dass dieses Thema sehr stark von unten heraus getrieben sein wird über die nächsten 5 bis 10 Jahre. Echte Zinspolitik gibt es im Moment nicht in Europa. Wenn in der Eurozone die Zinsen erhöht werden, Italien die Spreads draufgehen und UniCredit pleite ist wegen der Bonds in den Bilanzen. So, und solange wie das so ist, ist meines Erachtens Spielraum für Zinssteigerungen nach oben in der Eurozone nicht gegeben. Wir gehen davon aus, dass das Jahr 2022 deutlich weniger Renditepotenzial bietet als 2021. Die Rückschläge werden größer und je höher wir laufen in den internationalen Märkten, desto größer ist das Rückschlagspotenzial. Langfristig steigen Aktien, das haben wir mal alle gelernt, und sie können auch nicht ohne Schwankungen steigen und auch nicht steigen, ohne zwischenzeitlich Höchststände zu erklimmen. Und da sollte man sich auch, denke ich, nicht davon abhalten lassen als Investor. Was wir natürlich schon sehr stark sehen, ist ein weiterer Trend auch hin ins passive Investieren, in die ETFs. Für dich auch eine Lanze unter allen Stockpickern, die das hier sicherlich wunderbar machen, auch einmal brechen möchte. Das ist das, was wir bei der Kundenseite schon auch sehr stark sehen. Auch jetzt stehen wir vor historischen Herausforderungen. Das eine ist das Thema Klimawandel und Nachhaltigkeit, das andere ist das Thema Digitalisierung. Wir merken natürlich den Trend zu ESG hin von der Branche, aber die Kunden selber, muss ich sagen, ist zumindest, was unser Haus betrifft, vielleicht 10%, wo es aktiv nachgefragt wird. Das ist sicherlich ein Thema, aber in der Kundenakquisition auf keinen Fall und überhaupt in Gesprächen absolut nicht. Also wir sehen das ganz anders, auch in den Zahlen. 70% unserer Neukunden oder Neugelder, die investiert werden, gehen mittlerweile in nachhaltige Strategien. Ich glaube schon, wenn man das Thema anspricht, dann wird sofort klar, okay, vielleicht muss ich ein bisschen umdenken. Also ich muss vielleicht auch mit meinem Investment überlegen, was ich damit letztendlich anstelle. Also ob ich sinnvoll investiere. Und ich glaube, das ist auch unsere Aufgabe als Vermögensverwalter, den Kunden zu erklären, dass es auch beispielsweise das Impact Investment gibt, also Möglichkeiten zu sagen, okay, ich investiere wirklich in Unternehmen, die sich nicht nur grün anmalen, die bestimmte Kriterien erfüllen, ESG-Kriterien, sondern auch wirklich sagen, ich tue etwas für den Umweltschutz. Paragraph 8, Paragraph 9, Klassifizierung, EU-Taxonomie. Hilft das aus eurer Sicht dem Anleger wirklich? Das hilft dem Anleger nur bedingt weiter. Und deswegen ist hier wieder der Vermögensverwalter und Anlageberater gefragt, das dem Kunden zu erzählen. Trotzdem entsteht der Druck im Moment. Und wir sehen es auch an den Zahlen. Die nachhaltigen Produkte wachsen vom Volumen. Über 80% würden auf die Frage hin, wenn wir euch das Gleiche anbieten könnten von der Investmentqualität, zusätzlich aber mit Nachhaltigkeit, sagen ja, dann sind wir da sehr interessiert dran. Und daher haben wir uns gesagt, okay, wir bauen einen Dividendenfonds und setzen einen ESG-Ansatz dahinter, haben dann lange gebraucht, bis wir die entsprechenden Partner haben, weil wir natürlich das Ganze auch glaubwürdig aufbauen wollten, weil nichts ist schlimmer, als wenn man ein Produkt hat und vorne grün und hinten ist es dann im Endeffekt grau, weil man es gar nicht kann. Wirkungsorientierung, Werteorientierung und ESG-Integration, das sind die Bausteine, die sicherstellen, dass in unseren Produkten nur nachhaltige Investments drin sind, Investments für eine bessere Welt. Ich behaupte mal, dass das, was die Praxis in den letzten 12 Monaten an nachhaltigen Produkten hervorgebracht hat, nicht nachhaltig ist. Vieles ist Etikettenschwindel. Wir wissen alle noch nicht genau, was wirklich mit Nachhaltigkeit gemeint ist. Die Taxonomie kommt im nächsten Jahr. Dieser Trend, behaupten wir, der wird nicht aufgehalten. Und wir glauben, dass von diesem Trend Firmen profitieren werden. Und aus unserer Sicht sind es die Firmen, die technologische Lösungen haben, die man skalieren kann, die man größer machen kann
und die tatsächlich CO2 einsparen. Was mir aufgefallen ist, wir reden immer über Klima. Klima, Klima, 1,5 Grad ist gerade natürlich in Glasgow das Hauptthema. Aber zum ESG gehört noch das S und das G. Und das sind auch zwei wichtige Komponenten. Nur Klima überstrahlt alles. Wir glauben, dass sich nachhaltige Investments in der gesamten Gesellschaft durchsetzen werden, von jung bis alt, über alle gesellschaftlichen Schichten hinweg. Man könnte sagen, wir sind die Generation ESG. Digitalisierung wird aus meiner Sicht nicht nur die größte Herausforderung der nächsten Jahre, sondern auch Normalität werden. Was ich interessant finde, es wird neue Anlageformen technischer Form geben, es wird Kryptofonds geben, es wird Kryptoanleihen geben, oder gibt es schon. Ich bin technisch davon überzeugt, dass der Bitcoin ein Schneeballsystem ist. Es ist ein offenes kryptisches System und würde in diesem Sinne hier in diesem Forum oder den Kunden nie ein Investment in Kryptowährungen empfehlen, weil es ein offenes System ist. Dagegen werden aber die Anleihen, die kommen und die Fonds, die kommen, geschlossene Modelle sein mit echten Verkaufsprospekten. Es wird also im Endeffekt nichts anderes sein als ein Fonds mit einer Wertpapierkennnummer. Es steht mir nicht zu, irgendwie zu beurteilen, ob Kryptowährung bzw. der Bitcoin vielleicht ein Schneeballprinzip ist. Was, glaube ich, klar ist, es basiert auf Vertrauen und alle vertrauen da gerade darauf, dass der Bitcoin morgen einen Preis hat. Aber es könnte rein theoretisch sogar sein, dass morgen der Preis auf Null fällt. Was uns immer wieder sehr, sehr wundert in dem Zusammenhang, dass keine der Zentralbanken aufsteht und sagt, wir wollen uns dieses Geldmonopol nicht weiter aus der Hand nehmen lassen. Das liegt ausschließlich bei uns. Aber auch das ist für uns einfach eine Frage der Zeit. Die junge Generation, die sich ja vielfach damit beschäftigt hat, die das auch tradet und zockt, wie man das will, für die ist das der Wertspeicher. Und andere sagen, die sagen dann zu uns, das Gold, was ihr als Wertspeicher betrachtet, das ist eben eure, wenn man so will, euer Ding. Weil wir natürlich auch immer gewohnt sind, dass wir immer einen Geldwert an irgendetwas festmachen. Sei es an Gold, ist eben ein Klumpen Gold, also das ist der und der Wert. Aber eben beim Krypto, da gibt es keinen Wert, da gibt es nur Nullen und Einsen. So, und wir müssen uns, um, glaube ich, der Kryptowelt nähern zu wollen, müssen wir uns aus unserer Welt herausbewegen. Vielen Dank auch hier an die Runde, an diese tolle Arena. Das war kurzweilig und ich hoffe, dass wir das Thema auch weiter, auch in den nächsten Jahren, noch vertiefen werden. Vielen Dank. Vielen Dank an alle.